kommt zum Laub auch noch die Nässe, fliegst du gern mal auf die Fresse. Servus, ich bin Jock und präsentiere dir die Map News. Der neue LS-Teil kommt uns jeden Tag näher und man könnte denken, es wären wenige Karten, aber das stimmt nicht. Es kommen immer wieder neue Karten und auch Updates raus. Natürlich sind die Downloadlinks und die Timestamps in der Beschreibung. Und vergiss nicht, abonniere den Kanal, damit du keine Karte mehr verpasst. Gut, und die erste Karte heute ist die Straskovo von Korios. Ja, so heißt er wirklich. Gut, diese Karte ist für zwei Personen. Zwei Höfe oder zwei Personen auf einen Hof, je nachdem, wie man halt lieber spielen möchte. 36 Felder verkaufen kann man natürlich Getreide, Wolle und Milch. Hoffen wir es mal. Schauen wir mal. Ah, das kann man. Man kann. Ja, Silage, da braucht man PGA. Hackschnitzel kann man nicht verkaufen. Gras, Heu, Stroh kann man nicht verkaufen. Aber gut, Gülle, Mist kann man auch nicht verkaufen. Aber gut, das ist dann eher Nebensache, würde ich sagen. Bis auf vielleicht die Silage, aber gut. Das lassen wir mal. Es gibt natürlich auch diverse BGAs, die man selber platzieren kann. Gut, dann Verträge. Wie man sieht, keine Stadtfahrzeuge. Ist aber in Ordnung. Es gibt aber andere, die etwas, naja, wie soll ich sagen, die sowas nicht testen. Das hatten wir ja im letzten Video und ja, die hat das nicht getestet und ja, wenn einer jetzt zum Beispiel nicht möchte, dass man Silage verkauft, ja, aber Silage bald verkauft, ja, ist in Ordnung. Gut, diese Karte enthält kein Seasons. Dann natürlich braucht man Global Company. Und sollten Fehler von diesem Mapper sein, auf dieser Map sein, kann man den Mapper natürlich schreiben und ihm Bescheid sagen, wie, was und wann. Gut, finde ich nicht schlecht. Er hat auch geschrieben, das ist seine erste Karte und schauen wir mal die erste Karte an von Korios. An und für sich finde ich für die erste Karte auf jeden Fall gut gemacht. Die Felder sind großteils rechteckig, aber das ist nur meine Meinung. Das soll jetzt nichts Negatives sein. Aber sonst schaut diese Karte relativ schön aus. Ein paar Felder könnte man aber wirklich ein bisschen anders umändern, aber ja, im Großen und Ganzen als für die erste Karte muss ich sagen, passt. Ich kann mich nicht beschweren. Na gut, beschweren kann ich mich doch, aber ja, es ist vor allem für die erste Karte, also gut gelungen. Gut, Karte Nummer 2, die Briat Farms oder Farmen. So, das ist eine Karte von Onkel Sly oder Uncle Sly und das ist auch seine erste Karte. Die Briard Farm ist eine französische Karte aus der Region L'Est de France. Gut, Multifruit haben wir nicht. Es gibt auf dieser Karte 6 Höfe und einer davon ist ein Forstbetrieb. Keine Farm hat, wenn man sie jetzt im Multiplayer startet zum Beispiel, noch keine Ställe und alles andere verbaut. Aber auf Leicht hat man schon eine Kuhweide und Hühner drinnen. Und sonst noch was? Nein, hat man nicht. So, da unten haben wir eine BGA. Das Sägewerk. Und jede Menge Wald. Ja, es gibt auch einen Posthof. Ja, Forstbetrieb, ja. Dann gibt es 64 Felder. Die Preise sind, ja, in Ordnung. Kann man sich nicht beschweren. Ja, da haben wir überall Gras. Bei J. Ja, Französisch ist geschrieben. So, 6 Farmen, da steht eh alles da. 4 Zonen.
5 Wasserstellen. Es gibt 15 Brachfelder, 49 Missionsfelder, Missionen, ja, stimmt, alles da. Starfahrzeuge sind da, verkaufen, schauen wir mal. Verkaufen kann man alles bis auf Gülle. Ist in Ordnung. Da kann ich mich nicht beschweren. Fehler sehe ich momentan auch keine. Dann gibt es auch Produktionen und man braucht natürlich auch den Global Company Mode. Mit Seasons kann man auch spielen. Und so, Früchte, Multifrucht haben wir nicht. So, passt. Gut. Passt. Starfahrzeuge mal kurz durch. Skippen, tappen, wie man es halt nennen möchte. So. Der steht ein bisschen komisch da, aber gut. Ja, das sind alle. Auf jeden Fall hat man genug zum Anfangen. Das ist der Kuhstall. Da kann man sicher noch verkaufen. Ich bewege mich schon wieder ein bisschen zu schnell. Ja, da haben wir was zum Stroh einstreuen. Silo ist da. Das Standard-Silo. Das eben auch alles perfekt. Und was mir gerade auch aufgefallen ist, dass man solche Absätze hat, finde ich richtig gut. So. Gut, als erste Karte von diesem Mapper. Habe ich schon gesagt, wie der Mapper heißt? Ja, Ankerslayer passt. Ja. Kuhstall, Hühnstall, jupp. So, Zug fährt auch herum. Sehr schön. So, für Wald ist gesorgt und zwar sehr gut gesorgt. Also, der ist sehr dicht. Da geht sogar eine Straße durch. Das finde ich mal cool. Finde ich wirklich cool. So, Kartansicht. Man sieht's, sie ist nicht 100% eben. Und die Felder sind aufgeteilt zwischen unförmig und rechteckig. Und das gefällt mir, wie jeder weiß, der mir schon länger zuschaut. Das gefällt mir. So, eine Karte von oben und also, was soll ich zu dieser Karte sagen? Außer, ich kann sie jedem empfehlen, der möchte. So, die kann man quasi einen Pferdehof kaufen. Ich schaue mir kurz noch die Höfe nebenbei an. So, auf jeden Fall für Multiplayer geeignet und sollte man auch spielen, würde ich jedem empfehlen. Macht sicher sehr viel Spaß, Gaudi, Laune, ja, wie man das Ganze halt nennen möchte. So, auf jeden Fall. Eine Empfehlung von meiner Seite für diese Karte. Gut, weiter geht's mit der Zoe Nebraska. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Sie ist von Aquasee. Gut, eine FIFA-Karte basierend auf einem realen Gelände aus der Nähe von, schon wie vorher erwähnt, Zoe Nebraska. So. Hier kann man sozusagen die Farm seiner Träume bauen. Gut. Wie schaut das Ganze aus? Ja, die Preise sind eben vielfach Karten weg. Aber das passt. Das kann man im Prinzip so lassen. Es dürfte sowieso nichts Besonderes sein. Man hat hier schon Startfahrzeuge, die schauen wir uns gleich an. Gut, Verträge sind da. Startfahrzeuge wissen wir schon. Verkaufen. Kann man alles verkaufen? Baumwolle kann man auch 2 Stücke verkaufen, aber Baumwolle ist ein bisschen billig. Aber gut. Silage und ja, man kann alles verkaufen. Passt. Gut. So, vorher hat es hier was angezeigt, das man kaufen kann. Ah, ja. Ja, hier kann man quasi seinen eigenen Hof auch bauen. So,
Was hat man zur Verfügung beim Händler? Da fehlt Peter was, oder? Naja, nein, ich glaube nicht. Es ist einfach ein riesig großer Platz zum Herstellen der ganzen Geräte. So, auf jeden Fall hat man John Deere, John Deere und John Deere. Und schon die und schon dir. Ah, mein kleiner Neffe will sich bei diesen ganzen rein, wenn so viele schon dir da sind. So. Gut, weiter geht's. Was haben wir denn noch? Verkaufsstellen. Da haben wir den Viehhändler, den besuchen wir auch mal. Eines, was ich gleich mal sagen kann, sie ist nicht komplett flach. Ist mir was Gutes, finde ich. So, aber ja, sonst ist es etwas langweilig, würde ich fast sagen, weil BGA habe ich jetzt nicht ganz gefunden. Finde ich ziemlich schade. Aber wie vorhin es gesagt, die Frage ist nur, kann man auch da was verkaufen, aber ja. Das sehen wir dann noch. Ja, Mutterfurt ist nicht. Da. Okay. Aber eines, was mir gefällt, ist, dass zum Beispiel das Feld wirklich mit Ecken und Kanten ist und alles drum und dran. Sowas gefällt mir auch sehr gut. Weil, ja, man kann schon mit Helfer fahren, aber diese Ecken muss man dann sowieso selber machen, genauso wie bei 62. Da kann man nicht viel mit dem Helfer machen. Gefällt mir auf jeden Fall solche Dings, solche Felder. Aber gut, natürlich Vielfachkarte. Und oder ich sag mal so, ich habe schon ein paar schönere gesehen, aber natürlich ist das meine Meinung, das sage ich glaube ich in jedem Video, sicher Minimum einmal, aber es stimmt, jeder hat seinen eigenen Geschmack. Gott sei Dank, sonst wäre das Ganze ja langweilig. Gut, willkommen auf der Vojvodina von Sokcevic und Daniel, die, wie soll ich sagen, offizielle Mitglieder vom Agro-Balkan-Team. So, diese Karte ist konvertiert vom LS13 und ich bin da mal gespannt. Auf jeden Fall sind die Felder schön hier. Sie sind ja verschieden groß eingezeichnet, aber ja, ist halt eine andere, ein anderes Einzeichnen. Das sind Silos. Ja. Das ist eine Kaufstelle, da wurde was nicht eingezeichnet. Ich hoffe, da kommt bald eine. Ah ja, das Gas Station. Das gleiche. Ah, ich hoffe, da kommt bald eine Update, damit das Ganze auch passt. Großer Pferdestall. Da sind Schweine da unten. Und das gehört noch nicht uns, aber das ganze große Gebiet gehört uns. So. Wie schaut es mit Verträgen aus? Haben wir zum Beispiel zumindest nur mal eine Transportmission, aber ja, zum Besser wenigstens öfter. So, Startfahrzeug haben wir keine. Verkaufen. Wie schaut das aus? Hackschnitzel kann man nicht verkaufen. Gülemist kann man nicht verkaufen. So, Rockenhirse. Dritte Kalle, Karotten, Zwiebeln, Hopfen, Tabak, Mohn. Dann ist das Salat. Das ist Weißkohl, Rotkohl und Dinkel. So, dann haben wir die ganzen Multifoods, schätze ich mal, auch hinter uns. Ja, Luzerne, Rockenhirse, Klee, die Kalle, Karotten, Zwiebeln, Hopfen, Tabak, Mohn, Salat, Weißkohl, Rotkohl und Dinkel. Gut, alles da. Oh, sehr schön. Straßenverkehr. Eine recht ebene Karte, aber es fliegen wenigstens ein paar Flugzeuge, um das Ganze ein bisschen aufzulockern. So, schauen wir, ob es ein bisschen heller wird. Irgendwas, schätze ich mal, hat an den Schädel verändert, dass diese, wie soll ich sagen, dass das Ganze so kräftiger wirkt.
beziehungsweise kommt es mir so vor, schreibt es mir bitte gerne in die Kommentare, wenn ihr das Ganze etwas anders seht. Ich würde mich sehr darüber freuen. So, ah, da haben wir noch Kühe, ein Farmhaus und Russelum und Schweineweide. Gut, es sollten auch zwei Farmen hier sein, ein großer Bauernhof. Viele Felder, klein, mittel, groß, die haben wir, sind hauptsächlich rechteckig. Aber gut, wenn sie schön in die Landschaft passen, ist kein Problem für mich. Gut, drei Verkaufsstellen. Wasser kann man überall füllen, wo man Wasser sieht. Gut, wunderbar. Weiter, was gibt es noch? Sägewerk. Für Pferde gibt es so ein Hippodrom, steht da. Ich schätze, das dürfte der Hindernisparcours sein. Und weiter oben gesehen, ja, schaut sie wirklich nicht schlecht aus. Sie hat was. Sie hat wirklich was. Und man merkt, ja, kleine Hügel sind dabei. Finde ich in Ordnung. Oh, Sägewerk haben wir auch da. Wunderbar. Das ist cool, da fährt was herum. Finde ich super, wenn da was herumfährt. Das sieht man, dass sich der Mapper angestrengt hat. Jetzt hat er umgedreht. Sehr schön. So, BGA ist nicht das Standard-BGA. Finde ich super. Fußballstadion, Sendeturm und alles drum und dran. Und ja, eine schöne Karte für große Fahrzeuge und ja, für mich persönlich nicht so das Wahre, aber für Multiplayer, die mit großen Maschinen fahren wollen, auf jeden Fall. So, und weiter geht es mit der Osijek V2.3 von Yasuo. So, hier sieht man schon mal die Karte. Gmina Osijek. So, schaut alles wirklich schön aus. Die Karte gefällt mir auch vom Aussehen her. So, dann haben wir einmal Mutterbrot, nämlich Roggentritikale, Hirse, Dinkel, Luzerne, Klee, Ackergras, Pferdegras, Weidegras, Karotten, Zwiebeln und Elefantengras. So, gut. Man hat schon ein Feld. Das kann man für 2,7 Millionen verkaufen. Steht auch in der Beschreibung drin. Vor allem, wenn man sich das Ganze übersetzt, kann man sozusagen das verkaufen. Vor allem auf neue Farmen und sich kleinere Felder kaufen und die ganzen Geräte dazu. So, 4 Träger haben wir. Startfahrzeuge haben wir nur den Pickup. Verkaufen kann man. Ja, bis auf. Moment, Kompost. Kompost kann man nicht verkaufen. Dann haben wir da das irgendwas mit Klee, kann man auch nicht verkaufen. Gülle und Mist kann man auch nicht verkaufen. Ist aber in Ordnung. Sonst kann man nämlich alles verkaufen. Gut, Pickup steht hier. Das ist von der Standardkarte. So. Ja, LUA Kostag, waren Script Entry, Real Lights, ich weiß nicht richtig gut bei den Lichtern eingebaut worden. Finde ich etwas schade. So, auf jeden Fall, Osijek, schöne Karte. Was hat sich geändert, kann ich leider nicht genau sagen. Auf jeden Fall braucht man die Karte ist Precision Farming ready. Dann Horse Extensions ist verbaut, Seasons ist auch verbaut, Straw Harvest Addons drinnen,
Dann Animal Pen Extensions, das manuelle System und der Multiterrain-Boden. Finde ich wunderbar. Vor allem der Multiterrain-Boden, der gefällt mir ja super. So, sonst hat sich nicht viel verändert. Beziehungsweise ich habe leider nicht viel herausgelesen, was sich verändert hat. Aber ja, angeblich sollte sie sich verbessert haben. Aber was das Ganze angeht mit dem LOA Costack, ja, lassen wir das mal. Okay, und weiter geht es mit der Kaufarm in der Version 1.0.0.1 von Pfeffe, beziehungsweise ABT Pfeffe. Gut, man hat mal Mutterfrucht, nämlich Luzernklee, Ackergraskarotten und Zwiebeln. Schönes Deutsch übersetzt, das gefällt mir. So, da hat man mal eine Kuhweide, Schafweide, da haben wir Enten. Ja, Enten, Enten. Sehr schön. So, was hat man denn da? Bega, schauen wir gleich noch hin. So, weiters wurde hier nichts verändert soweit. So, Verträge hat man. Dann Tiere, Finanzen, nichts da. Eine Deutsch 9340 TTV. Ich glaube, den brauche ich jetzt nicht hineinspringen. Verkaufen. Kann man bis auf Saatgut alles. Das ist sowieso die Häckselgut. So, Diesel kann man nicht verkaufen, Gärreste kann man nicht verkaufen. Ja, gut, es passt. Man kann aber sonst alles verkaufen. Oder sagen wir so, das Wichtigste kann man verkaufen. So, es gibt insgesamt 20 Grundstücke. Ein bisschen Frost ist da, aber leider alles mit dem Motorsäge zu schneiden. Dann Tiere, Kälber, Enten wurden hinzugefügt. Es gibt auch zusätzliche Pflanzen, Luzerne, Karotten, Zwiebeln und Klee. Die haben wir schon hinter uns. BGA. Die Karte ist Seasons Ready, Mass Plus Ready und Manure System Ready. Gut, soweit zu dieser Karte. Gut, und weiter geht's wieder einmal mit der Odenwälder Lande. Aber diesmal in der Version 1.0.3. Am Samstag war die Version 1.0.2 dran. Gut, ich hoffe, langsam wird das einmal fertig. So, die Unwälder Lande ist eine Karte, die vier Höfe besitzt, eine BGA, Holzverkauf und keine Produktionen, kein Seasons und Mais Plus. Diese Karte ist aber geplant, sie in den LS22 zu konvertieren. Und deswegen ist auch kein Season drin, finde ich. Ja, finde ich total in Ordnung. So, man braucht diverse Mods. Sie sind leider in der Beschreibung der Karte auf MotoBOS nicht verlinkt zum Draufklicken. Die Karte kommt von Timbo 1998. Und es wurde Folgendes geändert. Ich springe jetzt noch durch. Ja, ich habe die ganzen Gebäude wieder nicht drinnen. So, die Ladezeit wurde stark reduziert, Texturen wurden gefixt und der Sound wurde auch korrigiert. Bin ich in Ordnung? So, ja, ich gehe nur kurz in die Luft, damit man etwas sehen kann. Sollte da die BGA sein? Ah, da ist ein Hof noch. Ledli. Dann Sägewerk. Ja, passt. Also, Mutterhut haben wir auch nicht. Und ehrlich gesagt, ich freue mich bei dieser Karte auf den LS22, wenn sie schon konvertiert ist. Weil sie schaut wirklich mal recht interessant aus. So, und weiter geht's mit der letzten Karte für heute, nämlich der Mountain Hill 2001 in der Version 7001, nicht 2021. So, man kann diese Karte auf vier Arten starten. Ich fange mal mit der verlassenen Hochzeit
auf Ruine an. Ich wechsle immer dabei sowieso rum. So, man benötigt Seasons, Precision Farming und Manure-System. Beziehungsweise sind optional. Und man braucht natürlich den Global Combat Mode. Die Karte kommt von Silent Gamer. Gut. Passt. Es gibt jede Menge zu tun auf der Karte. Nein, es gibt 95 verschiedene Felder, klein bis groß. Und ich muss sagen, diese Karte gefällt mir wirklich sehr gut. So, dann hat man hier Dinkel als Multifrucht, Tierse, Roggen, Tritikale, Mohn, Reis, Zwiebeln, Karotten, Weißkohl, Rotkohl, Tabak und Hanf. So, es wird kein neues Safe-Game benötigt. Ja, Schönheitsfehler wurden beseitigt. Es wurde etwas an der Leistung geschraubt. Und das war's eigentlich mit den Änderungen auf dieser Karte. Ich schaue das Ganze mal nochmal durch. So, man kann auch den Schlammort benutzen, das Global Market Logistics Center. Beziehungsweise braucht man dann natürlich auch den Global Market, die Exe-Datei. So, was gibt es sonst noch zu sagen? Verkaufen, schauen wir mal, ob man so alles verkaufen kann. Schaut so weit gut aus, wenn ich das Ganze so drüber schaue. So, es gibt auch Produktionen und ich muss wirklich sagen, schöne Karte. Wirklich schön geworden. So, Fehler gibt es. Hier steht Logistik, ja, weil ich das Ganze nicht um habe. Deswegen schaut der, ist dieser Fehler da, aber sonst ist die Lok fehlerfrei. Gut. Natürlich. Einmal in die Schwebe und Vollgas geben. Und ja, so schlecht schaut sie wirklich nicht aus. Das habe ich, glaube ich, das letzte Mal oder die letzten 2, 3, 4, 5 Mal, keine Ahnung, wie oft ich diese Karte schon gehabt habe, gesagt. Also wirklich schön und auf jeden Fall ein Versuch wert und ist sicher ein Erlebnis. So, was ist auch gesorgt und das war's dann wieder, meine Lieben, für heute. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat und ihr mehr sehen wollt, könnt ihr das ganz einfach machen. Einfach am Schluss seht ihr jetzt ein paar Videos von mir. Klickt einfach eines an und schaut weiter. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.